MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ey, YouTube, THC ist wieder am Start mit Toastbrot gegen die Wand. Und heute pimpen wir ein bisschen mit der PDW und Schalldämpfer ein bisschen durch Herrschaft. Ja, super, ich bin ein bisschen gut gelaunt eben. Ist so eine super Runde gewesen und irgendwie habe ich gedacht, weißt du was? Nimmst du doch mal und machst dir mal einen Commentary. Ja, was ich reden soll, habe ich absolut gar keine Ahnung. Man muss bei einem Commentary ja absolut gar keine Ahnung haben, was man überhaupt reden will. Denn ein Commentary ist ein Commentary, während man kommentiert. Das heißt, Hintergrund läuft irgendwas ab. Und wenn es ein Porno ist, man kommentiert es halt eben einfach. Gut, ein Porno kommentieren. Dieser streichelt sich die... Ach, ist ja auch egal, Leute. Nee, es ist einfach eine fettgeile Runde. Ich wollte ein bisschen wieder mal ein bisschen funny mit reinbringen. Ich meine, das Leben kotzt ja einen jeden Tag an. Und ich meine, Scheiße ist ja auch nicht umsonst. Ich meine, ein Furz wiegt doch erst dann was, wenn er was wiegt, nicht? Ja, ich wollte wieder mal, wie gesagt, ein Commentary machen. Mit Black Ops 2. Ja, denn irgendwann wird es auch ein Black Ops 3 geben, aber das ist erst 2015 und ich dachte mal, bevor 2015 ist, hey, wir sind erst mal 2014, denn dieses Jahr in irgendwie so rum, in 80 Tagen so rum, habe ich dann auch wieder mal meine Prüfung. Und das heißt, die schriftliche Prüfung, das heißt, ich muss alle LOL, Skill und so, nicht, ja, alles verfassen eben, dann gibt es dann auch die praktische Grütze eben, das heißt, ja, alles zusammenmurksen, hinklatschen und bewerten lassen und dann heißt Deal or No Deal bestanden oder nicht, ihr kennt die Grütze ja, je nachdem. Es gibt natürlich auch einige von euch, die vielleicht auch dieses Jahr das allererste Mal eine Lehre machen. Ja, ich möchte euch gar ganz kurz einen Tipp geben. Lernt das, was ihr lernen wollt. Lernt nicht irgendeinen Beruf, den euch irgendjemand aufdrehen wollte, weil ja ihr sonst vielleicht so dumm sein sollte oder so, ihr schafft das notentechnisch gar nicht, ihr kennt es ja all, die Leute zweifeln an euch, eure Eltern zweifeln an euch, die wollen ja rein theoristisch gesehen nur das Beste für euch, aber da scheiden sich echt die Geister. Ja Leute, ganz kurz gesagt, wenn ihr halt einen Beruf lernen wollt, der halt, ja sagen wir es mal so, in irgendeiner Form doch lernbar wäre und nicht durch mathematisch-theologische Berechnungen irgendwie ziemlich hoch wäre und dieser möglich wäre, lernt ihr, wenn ihr den unbedingt lernen wollt. Lasst euch nicht einschüchtern oder manipulieren von irgendwelchen Leuten und sagen, hey, weißt du was, du bist schon zu dumm für Informatiker. Werd doch Koch. Ja, das ist natürlich ein und dasselbe, nicht wahr? Und so werden dann gewisse Leute Koch statt Informatiker, verbringen ihre Freizeit zwar mit Videospielen und kochen da eigentlich nie, aber in der Arbeitszeit kochen sie dann mal. Ja, das ist ziemlich praktisch eben oder auch nicht und nach 3 Jahren merkt man eigentlich, was das für eine Grütze ist. Ja Leute, und dementsprechend sage ich euch jetzt, klar, die Zeit ist langsam knapp, hier schon am 2., wir sind jetzt im Februar hier, müsst ihr euch mal richtig beeilen, nicht wahr? So sieht's aus, nicht? Ich meine, wenn ihr noch einen guten Job haben wollt, ihr könnt natürlich auch bei McDonald's arbeiten. No, aber das ist eine andere Geschichte. Bei mir bitte ohne. Gut. Tja, auf jeden Fall ganz klare Sache, Leute. Wenn ihr irgendwas machen wollt, dann macht's eben. Aber YouTube-Let's Player werden, das ist kein Beruf. Das ist an sich ein Hobby. Und wirklich damit Geld verdienen, das können halt nur die wenigen. Also streichelt das mal, denn das soll am besten nebenbei ein Hobby bleiben und lernt halt doch mal was, was eine gewisse Zukunft einerseits hat, denn YouTube könnte jederzeit floppen. Ich meine, wenn alle YouTube-Server mal quasi down sind und YouTube nicht mehr aufrufbar ist, könnt ihr kein Geld generieren. Aber wenn ihr halt Metzger gelernt habt, ihr könnt immer eine Sau töten. Es gibt genug Säule auf dem Weg hier in der Welt hier. Also, es gibt nur jede Ecke irgendeinen Arsch, den man, ne? Ihr wisst schon, was ich meine, Bratwurst, nicht? Ja, auf jeden Fall einen richtig guten Beruf. Denkt daran, ihr könnt natürlich auch ziemlich viele Weiterbildungen machen und vergesst auch nicht, dass viele Berufe natürlich auch Abzweigungen haben. Es ist meistens natürlich so, dass gewisse Berufe, wie zum Beispiel Polizist, auch voraussetzt, dass ihr eine 3-jährige Lehre vorher auch abgeschlossen habt. Das heißt im Klartext, dass ihr ja irgendeinen verkorksten Beruf gemacht habt, irgendwas gelernt habt 3 Jahre und dann könnt ihr dann eben Polizist werden und ja, das ist natürlich ziemlich cool, oder? Aber eben, wie gesagt, man muss vorher was machen. Meine Empfehlung, man sollte etwas Sinnvolles da machen, dass man auch vielleicht im nächsten Beruf, den man dann lernen möchte, einbeziehen kann. Ziemlich praktisch, nicht wahr? Also, es ist ziemlich logisch auch.
Koch und Polizist, das passt zwar nicht so richtig zusammen, denn man lernt im Kochberuf nicht gerade, was man so mit bösen Buben macht. Gut, klar, man kann denen heißes Wasser ins Gesicht schütten, aber das ist ja nicht gerade sehr im Gesetz, ziemlich praktisch eben. Ich meine ja nur so. Auf jeden Fall ist das so ein Tipp. Ich meine, wenn ihr zum Beispiel auch Berufssoldat werden möchtet, zum Beispiel gibt es ja auch noch, und ihr quasi Mechaniker gelernt habt und dann Panzerfahrer werden wollt, dann habt ihr einen ziemlichen Vorteil, würde ich mal persönlich behaupten. Hier links bin ich draufgegangen. Voll die Fotzenscheiße hier. Auf jeden Fall würde ich das euch so empfehlen. Aber das ist natürlich klar eure Sache. Schön, wenn man während einem Kommentar, wenn man keine Idee in den Kommentar hat, auf einmal einen doch was zu kommentieren hat und dass es irgendwas mit Beruf zu tun hat. Ach, ich bin hier wieder mal so toll drauf. Ja, lieber, meine schöne Sache, nicht? So, ne? Auf jeden Fall finde ich es cool, auch wieder Starter zu sein. Voll cool. Ja, auf jeden Fall würde ich euch so richtig dermaßen empfehlen. Überlegt es euch wirklich gut. Auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht dieses Jahr eine Lehre machen, also dieses Jahr eine Lehre anfangen solltet, tut, müsst oder sonst was, sondern ihr vielleicht noch sogar ein paar Jahre Zeit habt, ein, zwei, drei Jahre, je nachdem. Überlegt es euch wirklich gut, lasst es euch 10-mal durch den Kopf gehen, denn eines müsst ihr immer wissen: Habt ihr den Beruf einmal gelernt oder die Lehre angefangen, ist das Abbrechen ziemlich scheiße und das steht bei euch im Lebenslauf drin. Und ein Lebenslauf, der muss überall mit hingeschickt werden und so eine abgebrochene Stelle ist immer ein bitterer Nachgeschmack und es ist natürlich schade um die Zeit, die ihr in dieser Lehrzeit vergeudet habt, wenn ihr den Beruf nicht weiter führt, also nicht mehr ausübt, nicht mehr weiterbildet oder allgemein nichts mehr mit zu tun haben wollt, sondern nachdem ihr Koch geworden seid, eben Gärtner werdet. Wie man auf die Idee kommt, weiß ich auch nicht, aber ist halt so eine Sache. Wie gesagt, überlegt es euch wirklich gut, lasst es euch ziemlich durch den Kopf gehen. Ihr müsst den Job ausüben, ihr müsst Spaß daran haben, ihr müsst damit Geld verdienen. Und wenn alle drei Aspekte, also eben Spaß, Lebensfreude daran, wirklich das auszuleben alles und eben das Engagement nicht dabei ist, die drei Dinge, weil die gehen kaputt. Wenn ihr keinen Bock auf den Shit habt, dann macht ihr es eben nicht. Und darum, ja, entweder macht ihr dann eine andere Lehre, das kotzt dann auch an, oder ihr geht stempeln. Hartz IV und so, ihr wisst schon nicht, weil ihr keinen Job findet, weil ihr eh keinen Bock habt, weil ihr eh kein Dings zeigt, kein Engagement zeigt eben und keinen Bock habt, dann lasst es eben lieber sein. Darum mein Tipp, überlegt es euch mal ganz, ganz genau, was ihr denn lernen wollt. Und glaubt mir, YouTuber gehört da nicht zu. Es gibt wirklich so Leute, die das mal reingeschrieben haben. Irgendwo. Ich weiß es nicht. Ich wusste damals noch gar nicht, dass es das gibt. Vergisst auf jeden Fall, also vergisst, es gibt Leute, die auf YouTube, mit YouTube gut für Geld verdienen, um einen gewissen Lebensstandard zu haben. Aber vergisst einfach nicht, das ist auch ein gewisses. Ja, wie soll man sagen, da steckt ziemlich viel dahinter und vergisst nicht, wenn man YouTuber ist, gibt man auch einen Teil seiner Privatsphäre frei. Und das mögen nicht alle, also lasst euch sowas auch nochmal durch den Kopf gehen und denkt immer drüber nach, ob es nicht einen Beruf gibt, den lernen möchtet. Denkt immer dran, schafft ihr gerne am Wochenende, wenn nicht, dann sucht euch einen Job, wo ihr nicht am Wochenende arbeitet. Ziemlich praktisch. Das Video ist hier lang zu Ende, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Das war es wieder mal mit eurem THC und Toastbrot in die Wand und bei der Leerstellen-Hilfssuche. Man hört sich. Bis dann. Aufgaben abgeschlossen. Zurück zur Basis.